Willkommen zurück zu WoW und meine Maus ist natürlich auf dem Desktop gerade gelandet. Balabalabum. So. Da 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 da. Ja, Da 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 dann. da. Ja. Sunny, wir nehmen ja mit unseren zwei Säbeln. Ja. Was hat die überhaupt für Ich einen habe in deinem lauter Nass? Wie schön tollen hat sie Tüdelkram. den? Die Lauter kenne ich tollen nicht. Tüdelkram. Würstchen Oder habe habe ich ich den jetzt. auch? Da Ihr seid mein Nass. liebster Kunde. Doch, ich habe den auch. Geil, wäre doof, wenn nicht. Es wäre traurig, wenn nicht, weil du mehr Mobs, genau, mehr Reittiere hast wie ich. Ja. Mal sehen, was haben wir denn für Okay. Nachtsiedler? Wir haben eigentlich alle, genau. Was? Na, ich sage euch gerade, ich habe eigentlich alle. Ach so. Gut, wir fangen jetzt im Osten erstmal an. Die Tochter der Familie Kronstein. Jo, mach du mal. Ist dein Sound Das denn auch an diesmal? ist die ursprüngliche Hauptquest. Ja, mein Sound ist an. Hat du fein gemacht. Ich weiß. So. Halt, hier, Flugpunkt. Haben wir extra von gesichert. Was? Ich soll fliegen? Ja. Komme denn Den dahin? haben wir ja extra Wir von sehen hier nicht gesichert, den viele Flugpunkt. Reisende. Aber wir haben doch hier oben auch noch Quests. Da kommen wir dann auch noch hin. Stell Ich dir vor. bin verwirrt. Also gehen wir jetzt Galgenschere, ja? Nein, die Tochter der Familie Kronsteck. Ach so, Galgenscheer. Ja, Flugpunkt. Auf Jetzt V. verwirr mich doch nicht so, Mann. Mann, ey. Vollkommen in der Spur, die Alte. Was hast du gesagt? Bah! Ach, Ich meine kann dich Nase nicht juckt. verstehen. Ich habe meine Nase juckt. Ich glaube, es liegt daran, weil ich meine Drogen gestern nicht genommen habe. Ich glaube zumindest, dass ich es vergessen habe. Ich weiß es nicht mehr, verdammt. Wisst ihr, was ich vergessen habe am Freitag? Na? Mein Augenarzttermin. Wie jetzt? Hast du einen Augenarzttermin gehabt? Ja. Wie schön. Ich sollte deine Termine auch abschreiben, um dich zu erinnern, wa? Das kotzt mich so richtig an. Als mich Mutter Klappschale gibt's hier gefragt nicht. hatte, Kommt mal wieder längs. bin Wann ich hattest du am den? Freitag beim Augenarzt. Freitag? Na, das habe ich schon verstanden. Ich meine die Uhrzeit. Früh irgendwann. Um 8, 9, keine Ahnung. Den hättest du locker ne wahrnehmen können, das ist ja Lucina nur schön. Kronsteig, Ich habe aber ihr auch nicht dran werdet gedacht, wirklich. beschuldigt, Hexerei Weil ich war noch praktiziert auf und dem das Dorf Alten Schnitztal fixiert mit einem gewesen. Auf den Fluch Alten, belegt zu aber. haben. Ihr steht vor Gericht. Wachtmeister, da kommt Auf jemand. den alten Termin. Oh, wie ich Der es alte, hasse, der wäre am unterbrochen 11. zu gewesen. werden. Das heißt Was also wollt ihr hier, übermorgen. Festländer? Jetzt hast du schön fleißig dazwischen gequatscht, aber gut, dass der Text auch so angezeigt wird. Also bei mir hat man es, glaube ich, verstanden sogar. Was nun? Sprecht mit Lucilla Kronsteig an der Endlich! Ich Galgenschere. habe wichtige Arbeit zu Reiter aus dem erledigen. Wald! Noch mehr Unterbrechungen? Was ist es diesmal? Wachtmeister Leumde, ich befehle euch, mir Fräulein Kronsteig auszuhändigen. Fräulein Kronsteig ist der Hexerei angeklagt. Ohne Freisprache von dieser Straftat werden wir sie nicht entlassen. Das ist unglaublich. Welches Anliegen bringt euch zum Haus Kronsteig? Nichts dergleichen werdet ihr tun, Marschall. Legt die Waffen nieder. Oh, was ist? Hoffen wir doch mal. So, ich bin hier, um euch zu retten. Yay. Der Zirkel Retten? wird büßen Jawohl. für seine Gräueltaten. Und wollen auch nie töten, um mich zu retten. Bla bla Wir bla müssen bla bla umgehend bla. handeln. Aha. So. Marschall, Hilfe! Wir brauchen Hilfe. Oder braucht ihr Hilfe? Die brauchen Hilfe. Deswegen müssen wir Quests machen. So, 6 Fallen im Wächterwald platzieren. Genau. Und tötet wachsame Raben. Schon wieder Raben. Das machst du. Wir Raben müssen und Wölfe. wachsam bleiben. Die Wölfe mache ich, die Raben machst du. Von mir aus. Rabe. 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 Pollen! Meine. Oh Mann, ey. Hä?
Diese Kackviecher. Ich gehe. Ach Mann, ey. Ich komme hier nicht dazu zu gehen. Zähl die Fallen für dich mit. Ja. Mein etwas. Du hast wenig Leben, wollte ich dir sagen. Ist nicht so schlimm. Halb so wild. So. Hier wollen wir uns noch nachwachsen. Dann haben wir auf jeden Fall volle Heilung. Oh Gott. Ich glaube, das war zu viel. Gott sei Dank kann ich Pranknieb spammen wie ein Bekloppter. Ja. Da hat er mir mal meinen Eulenpopo gerettet. Der Eulen. Der haarige Arsch. Plüschig. Deiner ist pelzig, meiner ist plüschig. Ah, ja, gut. So, ich glaube, einen Rahmen braucht man noch. Oder? Nee, einen Streuner noch. Warte mal, hier. Da ist einer. Der schläft. Aufstehen. Im Schlafe überrascht. Pennen kannst du später noch. Ja, vor allem, wenn du tot bist. Heikles Thema. Bam. Abgeben. Ich will abgeben. Wir müssen die Dunkelheit austreiben. Ich verstehe auch nicht, warum wir die Würfe dafür töten mussten, aber okay. Kenntieren sich diese Feinde. Die Feinde dieses Landes dürfen uns hier nicht ungeschützt entdecken. Ja. Meine Klinge. Ihr habt uns etwas Zeit verschafft, Fässländer. Ich will nur hoffen, dass diese Dörfler, Fräulein Kronsteig, wirklich nichts Böses wollen. Wachtmeister, fahrt fort mit diesem Prozess. Endlich! Lasst uns fortfahren! Hat Fräulein Kronsteig entschieden, wie sie geprüft werden möchte? So. Grüße. Soll man hier links nehmen uns ein Mensch Paladin? Möge der Wind eure Segel füllen. Befragt 5 Dorfbewohner von Schnitzel. Kümmert ihr euch um eure Angelegenheiten? Yay. Ich kümmere mich um meine. Ach, das zählt für mich mit. Ah, der Klassiker. Dieses Wenn Land sie ist schwimmen verflucht. Kann, ist sie eine Hexe. Wenn nicht, dann ist sie ein Mensch. Vom Festland, hä? Ja. Total bescheuert. Genau. Geil, wir sind alle Hexen. Ich kann nämlich auch schwimmen. Hexen werden nicht von Blutfliegen belästigt. Möge die See den Zirkel holen. Man sagt, dass sich Hexen niemals übergeben können, weil ihre Mägen nur fortwährend von Geistern, die darin wohnen, gelehrt werden. Allerdings bin ich mir nicht sicher, wie wir das beweisen können. Hexen können Dieses niemals Land weinen. Ist verflucht. Also, wir verprügeln sie einfach, dann ist das Problem gelöst. Nee, da ist... Besser, wenn irgendwie eine Zwiebel drunter hältst, ne? Ja, ja, ich weiß. Oh Gott, gleich 3 ich Quests. Ich glaube, wieder. Das mit dem Feuer und dem Ertränken kann man auch auslassen, oder? Ja, würde ich auch sagen. Ja, schlecht, wenn nicht. Sammelt 5 aktive Giftdrüsen. Geil! Seichwasser, Saurolis. Ich wollte mir gerade irgendwelche Augäpfel andringen, die alte. Auch nicht schlecht, da waren wir ja schon. Hätten wir. Ja gut, das wusste ich nicht mehr. Ich aber. Ah, ich wollte es ja nicht sagen. Ja, ja, natürlich. Ja, 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 ja. So, komm mal her, hier ist so, ein Glas. So, eine saftige Zwiebel. Ein ruhiges Ruder kommt. Auch noch eine halbe Zwiebel zu Hause. Ich habe nämlich heute Mettbrötchen gegessen. Oh Gott. Zit. Ach, hat's. Oh, gut, das zit wieder für dich mit. Schön. Bala, 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 bala. So, Saftfliegen. Nein, das sind keine Saftfliegen. Fliegenfang, Fliegenfang. Furz in der Flasche. Was? Ich? Nein, auch nicht. Warum denn nicht?
Weil das nicht stimmt. Meine Nase stimmt. Juckt. Mann, oh. Ich werd irre. Ich habe Blüffling gefangen. Verdammt, nein. Nein. Quark macht stark. Quark. Quark. So. Tach, 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 tach. Hallo, hallo, hallo. Ja, schön, gut. Sie kommen mit. Danke. Ich krieg aufs Maul. Ja, wer hat's gedacht? Das Bärchen prügelt sich. Geil. Ich wurde geheilt, mehr oder weniger. So. Die hätten wir. Jetzt brauchen wir bloß eine gute Zwiebel pflücken. Zwiebel. Hin. Nein. Ich wusste gar nicht, dass Bären Zwiebel fressen. Nein. Dieses Bärchen hier schon. Ach, verdammt. Mich würde mal interessieren, ob das auch wieder für mich selbst gilt, wenn du eine Zwiebel irgendwie sammelst, aber... Ich habe eine Zwiebel, also zählt es nicht für dich mit. Na, geil. Ist doof wieder. Das ist wieder vollkommen Mischuge. Nee, nee, die braucht zwei Zwiebeln. Da. Die hat ja auch zwei Augen, weißt du? Ich habe eine Zwiebel. So, jetzt brauchen wir intakte Giftbrüse noch. Wir haben hier noch eine Quest, mein Schatz. Stimmt, verdammt. Ich würde mich vielleicht mal annehmen. Die habe ich gerade abgegeben. Wie jetzt? Ich habe sie fertig gehabt. Bist du doof? Wann hast du die angenommen? Gerade vorhin. Was musst du machen? Ich bin fertig. Du musst aufpassen, wie so ein Fuchs bei dir. Musst du machen. Wir sehen hier nicht viele Reisende. Territoriale Stachelratten. Auch faule Ernten wachsen. Heißt? Stachelratten. 6 töten. Stück. Okay, hier drüben, hier drüben, hier drüben. Ja, erstmal das Lederhund. Nein, hier, hier! Produktiv sein. Kommst du her? Beifuß, böser Hund. Kommst du her? Hallo. Guten Tag. 1, 2, 3, 4. Und da haben wir die letzten. Warum kann ich die neuerdings nicht mehr absteigen? Das ist ja doof. Weil du das nicht kannst. Hey! Hast du Bäumchen parat? Ja. Gut, mach mal bitte. Danke. Kann ich mich ein bisschen hochheilen. Toll, ein anderer macht's. Hä? Team. Also. So, jetzt müsstest du ja deine Stachelratten haben. Korrekt. Leder, frisches Leder. So, ich habe schon 2 von 6 von diesen Fliegen. Super, ich habe 4 von 6. Ich habe 3 von 6. So, bist du bereit? Ich möchte hier ein paar Dinos. Gleich bin ich bereit. Ich muss noch die Quest abgeben. Und Kirschner natürlich. Kirschner. Ha, ganz das Beste überhaupt. Das Wichtigste. Ich denke, du musst die Quest abgeben. Vom Festland. Dann bin ich schon mal zusammen hier. Dieses Land ist verflucht. Und auch. Hallo. Hallo. Wo ist er denn? Oh, das endet nicht. Das endet nicht gut. Du übertreibst es. Ich weiß. Ich hol schon mal die Bäumchen raus. Oh, shit. Oh, oh. Na, dann mach mal Schaden. Jetzt bleibt's wieder an mir hängen, natürlich. Im Notfall habe ich noch Wucherwurzeln. Whee. Lauf, Bärchen! Ich kite die, ich kann's! Yay! Läuft.
Top, besser geht's nicht. Ja, ne? Top, die Wette gilt. Ah, siehst mal, und 5 von 5 Stacheln. Das ist schön. Du nicht? Nö. Wow. Das ist gemein. Das ist immer so. Na gut, dann müssen wir wohl noch 2 uns besorgen. Ding brauche ich auch noch 2. Dann holen wir uns den da drüben. So. Eieieiei. Da unten doch ganz schön rein, hätte ich nicht so gedacht. Aber man hat es ja gesehen, wie gut ich runtergegangen bin. Wie Butter. Ja. Hast du? Ich hab's. Ja. Das wäre Diebstahl. So. Da drüben haben wir meine zweiten Fliegen. Wie viel brauchst du noch? Ich bin fertig. Du bist auch fertig. Okay, ich kann das nicht plündern. Können wir abgeben, würde ich sagen. So. Ich muss hier mal kurz. Warte mal. Das, das und das weg. So. Abgeben! Yay! Eins. Drustwar wird überdauern. 2. 3. Führt an. Was führt an der Galgenschere? Prüfungen durch die Luzeller Kronensteigs Unschuld beweisen. Mast und Schutz. Ach, da, Maul. So weit. Wir werden so weit. Mir reißt Balldecke, Dulzfahrten. Los geht's. Ja. Fahren wir fort mit der Hinrichtung. Dem Prozess. Endlich. Der Prozess kann beginnen. Wie es Brauch ist, hat Fräulein Kronsteig die Prüfungen bestimmt, durch die sie von der Anklage der Hexerei freigesprochen zu werden hofft. Sie will, dass dieser Festländer die Prüfungen durchführt. Eine ungewöhnliche Wahl, die ich als Zeichen unserer lauteren Absichten aber erlaube. Die erste Prüfung ist die Tränenprobe. Fräulein Kronsteig hat während des gesamten Prozesses nicht eine Träne vergossen. Kann die Angeklagte überhaupt weinen? Zeigt es uns, auf dass wir unser Urteil fällen. Nun, Festländer, zeigt es ihnen. So, wer macht jetzt? Ich mach. Gut. Bring sie zum Heulen. Oh, verdammt, muss ich auch noch machen. Sie weint, aber Hexen können doch gar nicht weinen. Ruhe! Ruhe! Es könnte sich immer noch um eine Täuschung handeln. Wir fahren mit dem Prozess fort. Die zweite Prüfung ist die Stichprobe. Es ist allseits bekannt, dass auch die hungrigste Blutfliege das üble Blut der Hexen meidet. Lasst die Fliegen frei und seht, wie sie vor ihrem verhexten Fleisch fliehen. Keine Sorge, ein paar Mückenstiche halte ich schon aus. Dann wollen wir mal. Aua! Ah! Oh, das Los. Tut weh! Die Fliegen meiden sie gar nicht. Sie beißen sogar noch mehr zu als sonst. Interessant, aber nicht stichhaltig. Kommen wir zur letzten Prüfung, der Organprobe. Wie man weiß, beziehen Hexen ihre Kraft nicht aus Speis und Trank, sondern aus den Seelen, die sie ihren Opfern aussaugen. Ihre Organe sind völlig leer. Seid ihr bereit, uns das Gegenteil zu beweisen, Fräulein Kronsteig? Das bin ich. Das Gift, Festländer. Auf das sie kotzen möge. Oh, mir geht's nicht so. Ihr ist schlecht geworden? Wie kann das sein? Vielleicht ist sie doch keine Hexe. Aber was ist dann mit unserem Dorf los? Ruhe! Ich allein fälle hier das Urteil. Ihr habt mich nicht überzeugt. Das erklärt die Vorkommnisse in Schnitztal nicht. Was? Nach allem, was ich durchgemacht habe?
Ihr werdet erst freigesprochen, wenn wir die Wahrheit erfahren haben über das, was unserem Dorf geschehen ist. Seid gegrüßt, Festländer. Das ist eine Unverfrorenheit. Sprecht mit Evelyn. Evelyn? Sag mal, was? Grundsteig. Evelyn Harper. Was? Pa! Evelyn, wo ist Evelyn? Wer ist Evelyn? Wo ist die überhaupt? Ach du gute Güte, da unten. Boah, da machen wir uns mal auf den Weg. Los geht's. Das und viel mehr beim nächsten Mal. Nicht? Hast du auch einen Timer an oder was? OBS hat halt's drauf. Ach so, stimmt. Tadala. Und du sollst nicht querfeld einrennen, du sollst die Straße folgen. Follow. Vollkommen neben der Spur, die ich schon wieder. Follow you. Alles klar, ich mache am besten den Schluss. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Beim nächsten Mal. Ciao.